Hallo Freunde. OBS meinte, eine komplette Folge Yonder total zerschießen zu müssen. Ich hab versucht, sie zu retten, aber da, war leider gar nichts mehr zu retten. Ich fass am Anfang der nächsten, also dieser Folge, ganz kurz zusammen, was wir gemacht haben. Aber insgesamt habt ihr, glaube ich, nichts groß verpasst, soweit ich mich erinnern kann. Trotzdem wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge Yonder. Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Yonder, The Cloud Catcher Chronicles. In der letzten Folge haben wir dieses Dorf mit seltsamen Namen, wie heißt du? Bobbintoff, betreten und können jetzt mit Leo sprechen, um der Schneidergilde beizutreten. Fabelhaft, deine Reise in die Wunderwelt der Schneiderei kann beginnen. Hier sind einige Rezepte. Stelle mit deinen Gegenständen Folgendes her: einfacher Kittel. Und wir scheinen hier tatsächlich dann verschiedene Berufe ausüben zu können, um dann mit dem ganzen Zeug zu handeln. Und gerade mit dem Handel, Handelssystem. Was brauchen wir dafür? Seide. Wo kriege ich Seide her? Keine Ahnung. Gerade mit dem Handelssystem scheint es doch sehr cool zu sein. Das alles, doch, das... Ah, oh, das gefällt mir. Das finde ich super. Die Frage ist jetzt natürlich, wo kriegen wir Seide her? Seide ist, wenn das Spiel halbwegs realistisch ist, arschteuer. Entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber es ist arschteuer. Es ist so. Tatsachen. Hallo, ich wollte eigentlich diesen Stock aufheben. Ich muss sagen, das sieht doch echt cool aus, unser Outfit, wie es jetzt gerade ist. Mit dem Hut und... Ja, doch. Wer bist du denn? Warum stehst du hier einfach so rum in der Wildnis? Kari? Ich bin Kari, die expertigste Tierexpertin ganz Gemea. Ich reise durch das Land und lerne so viel ich kann über Tiere. Vielleicht begegnen wir uns ja mal wieder auf deinen Reisen. Und ja, sag hallo, ich verrate dir gerne meine neuesten Entdeckungen. Okay, Frau expertigste Expertin. Ich wollte eigentlich nur... Kann ich... Gibt's einen Knopf, mit dem ich rennen kann? Frage ich mich jetzt natürlich in der 85. Folge. Aber scheint es sowieso nicht zu geben. Dann will ich mal auf dem Marktplatz schauen. Da unten, guck mal, jetzt sieht der Knäuel auch ein bisschen nach Knäuel aus. Vielleicht verkaufen die hier Seide. Hast du Seide im Angebot? Garn? Nein. Okay, folgende Problematik. Wenn es im Dorf, das davon lebt, von der Schneiderei und so. Ist spannend, die Aussicht, oder? Das von der Schneiderei lebt, wenn es hier keine Seide zu kaufen gibt. Wo zur Hölle soll ich Seide herbekommen? Vielleicht eine Gerberei Pfiffeldipp. Ah. Willkommen in Gerberei Pfiffeldipp. Aus zweimal Tierhaut können wir Leder machen. Ich brauche aber Seide. Verkauft, guck mal, der handelt. Der handelt auch. Hast du Seide? Leder, Tierhaut, Lederstreifen, Pickel, Falle. Natürlich hat er keine Seide. Warum frag ich überhaupt? Aber das Spiel scheint einem hier ja echt viele Möglichkeiten zu geben. Was das angeht. Wie groß ist denn die Stadt, bitte? Aber trotz allem, da ist ein Ausrufezeichen. Was macht dieses Ausrufezeichen da? Was möchte mir dieses Ausrufezeichen sagen? Hier scheint etwas zu sein. Hier scheint eine Person zu sein. Ah, die Vogelscheuche. Die Hipster-Vogelscheuche. Gut, aber die haben wir doch schon getroffen. Warum, Spiel, zeigst du mir die trotzdem nochmal an? Man weiß es nicht. F-
Wo kriege ich jetzt Seide her? Ich spreche vielleicht nochmal mit Leo. Vielleicht kann der mir noch was verraten. So ein Tipp unter Freunden. Ihr wisst, was ich... So, hier. Guck mal. Seide, hint, hint. Was ist das eigentlich für ein Brett? Ich suche Bastler-Set Wassertrog. Wenn ich dich belohnen. Hipsterius, die Vogelscheuche braucht natürlich einen Wassertrog. Kann ich Bastler-Set herstellen? Vermutlich nicht. Koch, Schreiner, Konstrukteur, Bastler. Ah, da muss ich dann natürlich Bastler sein, um ein Bastler-Set basteln zu können. Du hast nicht dabei, warum ich... ja, eure Standards. Ich wollte doch nur einen Tipp. Ist ja okay. Kann ich eigentlich auf der Karte? Vermutlich nicht. Das war falsch. Aber kann ich schnell reisen? Nein. Okay, was ist das da? Auf der Suche nach dem Ursprung. Vielleicht sollten wir uns dahin mal aufmachen. Vielleicht macht es mehr Sinn, als hier jetzt ein Jahr lang nach Seide zu suchen und dann keine zu finden. Mit dir habe ich schon gehandelt, gell? Du hast keine Seide. Nein, du hast keine Seide. Gut, ciao. Ich bin weg. Ich begebe mich auf die große Quest auf der Suche nach der Seide. Muss nur ganz kurz, Moment. Auf der Suche nach dem Ursprung. Ah, und es wird wieder dunkel. Ätzend. Dann müssen wir jetzt halt wieder in die komplett andere Richtung. Aber... Ah, was soll's. Was soll's. Da geht die Lampe an. Durch das Tal. Es ist echt hübsch. Doch, das... So optisch gefällt mir das Spiel echt gut. Wenn es nicht gerade wieder... Was? Ah, du bist der Typ, der mir Altkönigreichsgoldmünzen... Hießen die so? Ich glaube ja. Gegen Fische tauscht. Was vermutlich, ich glaube, ganz nützlich ist, weil man an Fische sehr leicht kommt. Und diese Altkönigreichsgoldmünz-Dinger. Was leuchtet denn da oben auf dem Berg eigentlich? Da fliegt irgendwas am Himmel. Diese Altkönigreichs-Dinger scheinen ja doch was wert zu sein. Ach, hier sind wir jetzt wieder auf unserer Farm. Dann müssen wir uns hier vielleicht kurz drum kümmern, dass es alles hier ein bisschen sauber bleibt. Na du. Wieder die Tierpflege ein bisschen hochboosten. Sauberkeit scheint auch auf dem Maximum zu sein. Sehr gut. Können wir uns hier, guck mal, wieder ein bisschen Milch mitnehmen, dann haben wir was zum Handeln. Halt, ich lauf falsch. Da geht's auf die Suche nach dem Ursprung. Die Suche nach dem Ursprung. Was ist denn da am Himmel? Was ist das denn? Das sind interessante Wolkengebilde, wenn es Wolkengebilde sind. Ach, der Fels da sieht interessant aus. Die Felsformation. Naja, wir schauen uns erstmal hier ein bisschen um. Ich müsste doch mittlerweile auch ein paar mehr Geister haben. Wie viele Geister habe ich denn schon gesammelt? Werden wir ja gleich sehen, wenn ich da versuche, den Nebel zu entfernen. Eine Mondseidenblume. So, so. Ja, die Düsternis hier kann ich entfernen. Wosch. Weiche Finsterheit. Düsternis. Habe ich hier jetzt quasi einfach den Weg frei gemacht. Das ist gut. Außerdem, was ist denn da am Horizont? Seht ihr das? Alter. Klemme. Du hattest keinen leichten Start hier, was? Ich kann dir nicht viel anbieten, aber nimm bitte meinen zweiten Pickel. Ich schenke ihn dir. Ach, danke schön. Wie nett. Damit können wir jetzt... Ah, wir können nochmal mit Klemme sprechen. Damit können wir Erze abbauen.
Nein, wirklich, ich meine es ernst, er ist umsonst. Hau Steine, hast du's fein. Rock'n'Roll. Yeah. Okay, sehr cool. Damit haben wir einen Pickel. Warum? Wie komme ich da hoch? Squumble entdeckt. Du bist ein interessantes Tier. Haben wir hier noch eine Mondseidenblume? Und was ist das hier? Es leuchtet blau, also da ist ein Geist drin. Felix Fallensteller. Hallihallo, du betreibst Handel? Oh, schau nicht so überrascht. Klatsch verbreitet sich schnell wie der Wind. Ich bin Jäger, aber nicht nur. Ich bin auch Fallensteller und manchmal sogar Gerber. Nachdem, was in meine Falle gerannt ist oder ich was gejagt habe. Ich sag dir was, ich zeig dir, wie man eine Falle macht. Und du siehst, ob du mir einen Pelz besorgen kannst. Fallenstellen ist immer mit Risiko verbunden, aber wie heißt es so schön? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Klingt so, als müssten sie in Vermont dringend ihre Pflanzenwaren loswerden. Okay, das heißt, Pflanzenwaren kriegen wir da sehr billig in Vermont. Wow, hi du Klexi. Ich hab da drin vollkommen die Zeit übersehen. Mensch, Klexi. Hab ich jetzt eigentlich auf der Suche nach dem Ursprung? Da hinten müssen wir hin. Wenn es doch nur wieder Tag werden würde. Ich habe das Gefühl, hier ist dreimal... Nein, ich will dem Squumble kein Holz geben. Es scheint eine Mischung aus Eichhörnchen und Biber zu sein. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Was haben wir denn hier? Säge weg, Kong. Dann, du hast entdeckt Springmoor. Dann kriege ich hier vermutlich Holzwaren. Oh. Edmund. Geister sind Ammenmärchen. Willkommen im Sägewerk. Kong, aus 10 Holz können wir eine Planke machen. Du brauchst 10 Holz für eine Planke. Okay, dann weiß ich, wo wir die herkriegen. Hier können wir auch Planken kaufen. Oh. Hier kann ich sehr billige Planken kaufen. Und sogar geformte Planken. Ja, nice. Ach, guck mal, da können wir jetzt auch unseren Pickel ausprobieren. Eisenerz. Sehr geil. Sehr cool. Und was können wir bei... Moment. Mit dir wollte ich noch reden. Oh. Ich hörte, Vermont hat viel zu viele Pflanzen waren. Da solltest du mal hingehen, wenn du welche suchst. Ja, es scheint auch immer so zu sein, dass du an manchen Orten manche Sachen sehr billig kriegst und so. Und dass du dann immer schauen musst, wo du wie handelst. Es ist echt cool gemacht, doch. Wo ist denn da hinten ist... mein Questziel. Was ist das für ein Turm? Aber hier, guck mal, da ist richtig viel Finsternis. Das ist wahrscheinlich so Endgame oder so. Schätze ich mal. Ich will mal ganz kurz, sieht nach Statue aus, was da steht. Das will ich mir angucken, was das ist. Oh, wie süß. Ich drehe die mal so, dass die alle in die Mitte gucken. Ja, das war ein komplizierter Weg, um mich zu finden, aber jetzt hast du mich gefunden. Also, was stehen wir hier noch rum? Lass uns gehen. Sehr schön, wir haben Kit gefunden. Das heißt, hier gibt es noch einen Geist. Ich nehme mal die ganzen Pflanzen hier mit. Im Notfall können wir das... Das ist halt geil, weil wenn wir das Zeug nicht brauchen für irgendwas, können wir es immer noch eintauschen. Das denn da für ein Gebilde? Sieht aus, wie als ob das mal ein Aquädukt gewesen wäre oder so. Der Berg sieht auch interessant aus. Aber da traue ich mich noch nicht so ganz hin. Da scheinen wir ein bisschen stärker sein zu müssen. Beziehungsweise wir brauchen ein paar mehr Geister. Ich muss übrigens mal gucken. Es kann sein, dass... ich zwischen den Folgen ein bisschen hier rumlaufen muss. Dann werde ich auch Gebiete sammeln. Das werde ich einfach, um Thumbnails zu machen. Werde ich hier ein bisschen durch die Gegend laufen und ein paar schöne Bilder sammeln, die ich halt eben thematisch zur Folge dann mit dem Fotomodus schießen werde. Und dann werde ich unterwegs natürlich auch den einen oder anderen Stein aufsammeln. Da ist eine Schatzkiste.
Das heißt, nicht wundern, wenn ich brauner Farbstoff, wenn ich irgendwann, wenn sich mein Inventar zwischen den Folgen ein bisschen unterscheidet. Da ist noch eine Schatzkiste, die sehe ich sofort. Ich werde jetzt aber vermutlich eh noch ein bisschen aufnehmen. Das heißt, es wird die nächsten Folgen Ölfleck-Shampoo eh nicht dazu kommen. Aber ich weiß nicht, wie genau ich das handhaben werde. Also wie gesagt, wenn ich mal ein, zwei, 10 Steine mehr im Inventar habe zwischen den Folgen, dann wisst ihr, wovon das kommt. Dich will ich. Golderz. Neues. Neues, neues. Was macht ihr denn für Geräusche, ihr Tierchen? Da ist noch mehr. Was ist das? Bleierz. Sehr cool. Hier scheinen wir ja doch einiges zu finden. An Zeug. Hier scheint es recht viele von den Blumen zu geben. Was hast du denn zu sagen? Ah, du bist doch Seemantak. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, wie interessant. Ich muss das aufschreiben. Ach, warte. Du siehst gut aus. Du hast also überlebt, was? Und Captain Pullin geht's auch gut? Hat dich gebeten, nach uns anderen zu suchen. Wie du siehst, geht es mir gut. Sag ihm, dass ich hier glücklich bin und beschäftigt. Aber ich muss jetzt wirklich weitermachen. Kari bat mich, Informationen zu sammeln und dir bald zu berichten. Bis dann. Sehr gut. Jeder überlebende Seemann ist ein guter Seemann. Sonst. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das für eine Pflanze sein soll. Ich will mal ganz kurz die Gedankenlinie weiterziehen. Und da hinten. Ah, die ist aber offen, die Schatzkiste, ja. Gedanklich. Ah, da kommt das Böse her, das da. Die Dunkelheit, die da am Himmel. Es wird schon wieder dunkel. Warum wird es in diesem Spiel so oft dunkel? Ich wollte die Gedankenlinie fortziehen, wo das Aquädukt hinführt, aber. Ja, wahrscheinlich darüber, ne? Wo jetzt alles hinüber ist. Mal hier dich aufschlagen. Da scheinen wir ja auch ein bisschen was rauszukriegen. Ich finde es schade, dass man, vielleicht wird es irgendwann die Möglichkeit geben, aber dass wir jetzt noch nicht alles wieder aufbauen können, was hier irgendwie Wühlfuchs entdeckt. Habe ich ja überhaupt nicht gesehen. Wie kann ich ihn dann entdecken, wenn ich ihn nicht sehe? Blaues Shampoo oder Shampoo? Es gibt zwei Arten von Menschen. Vermutlich gibt es drei Arten von Menschen, die es dann irgendwie Shampoodle nennen oder so, keine Ahnung. Mensch, wenn jetzt hell wäre, man könnte ja sogar fast was entdecken. Man sieht halt gar nichts. Da oben scheint was zu sein. Sogar Licht brennt. So, ich wollte mich eigentlich. Ah, die Quest. Ich habe euch am Anfang des Let's Plays gewarnt. Ich und Open World Spiele, ne? Ich und Open World könnt ihr gleich vergessen. Ich werde wieder. Oh, geil, Open World. Habt ihr ja auch bei Breath of the Wild gesehen. Oh, geil, Open World. Zack, weg. Und 15 Level unterlevelt. Bis er von jedem Gegner gewonnen wird. Kann ich hier? Wie viele brauche ich denn? 8 Stück. Habe ich fast. Wo führt mich denn meine Quest hin darüber? Es könnte oberhalb des Aquädukts. Da oben steht jemand auf dem Aquädukt. Wahrscheinlich muss ich da hoch. Schätze ich einfach mal. Ich bin auch sehr verlockt, die Folgen, wenn ich hier in der Welt einfach so ein bisschen rumlaufe, einfach ein bisschen länger zu machen, weil ich meine, zum einen schadet es euch nicht. Gut, das Problem ist halt, dass die dann länger rendern und zum Hochladen brauchen. Aber zum einen schadet es euch nicht und ich komme nicht so aus dem Fluss raus, aus dem Spielfluss. Hier da oben steht doch niemand, aber wir sehen den Ursprung des Bösen. Dorthin zeigt dein Kompass also. Ich erinnere mich an diesen Ort. Schlimme Dinge sind dort passiert. Der Himmel wurde aufgerissen und die Düsternis erschien. Es war furchtbar. Darum kann keiner von uns Geisterwesen nach Hause. Das sieht hart aus. Hey, vielleicht sollten wir dorthin gehen und sehen, ob wir etwas tun können. In einem Dorf in der Nähe gibt es eine Fähre zur Insel. Dort könnten wir hingehen. Auf der Suche nach dem Ursprung abgeschlossen. Jetzt müssen wir mit Rex sprechen.
aber ich nehme erstmal dich mit. Die Frage ist, will ich die Story halt jetzt nicht so durchrushen, ne? Ich würde jetzt schon lieber jetzt zurück zur Farm und ein bisschen die Schneider-Quest vielleicht treiben, wenn ich muss wahrscheinlich dann halt, nein, ich möchte dich nicht. Muss dann halt spicken, wo ich Seide herkriege oder so wahrscheinlich. Dann ein paar Geisterchen suchen und so, wisst ihr? Das ist mir lieber, als jetzt irgendwie hier die Story durchzurushen, die ja sowieso nicht so lang sein soll. Ich habe gehört aus Erfahrungsberichten, so zwischen 10 und 15 Stunden soll der ganze Spaß hier dauern. Aber es gibt zufallsgenerierte Quests. Das heißt, theoretisch könnte man das Spiel so lange strecken, wie man will. Und je nachdem, wie hart man durchrusht, wird man wahrscheinlich auch weit unter 10 Stunden brauchen können. Aber die Leute, mit denen ich sprach, haben bei der PC-Version knapp 10 Stunden gebraucht. Es kann natürlich auch sein, dass die mittlerweile irgendwas verändert haben, dass die PC-Version geupdatet wurde. Ich weiß nicht, ob die fertige Version gespielt haben, ob die Switch-Version irgendwie mehr hat oder so. Welche Mission wähle ich denn aus? Häuten und Handeln, ein Knuckelfisch, finde die vermisste Mannschaft. Nadel und Faden. Wo führt mich das denn hin? Okay, Nadel und Faden führt mich einfach nur zu Leo. Die modische Vogelscheuche haben wir hier, die vermisste Mannschaft. Stein der Weisheit. Was war der Stein der Weisheit? Und hier haben wir ein Händchen für... Ah ja, Moment. Ein Händchen für Neckelfisch, aber das war doch hier. Ach, oder reißt der hin und her? Vielleicht kann ich auch mal gucken. Ich müsste doch eigentlich... Die Düsternis hier. Müsste ich eigentlich mittlerweile wegbekommen. Wir haben 7 Geister. Da sollte das doch eigentlich kein Hexenwerk mehr sein, die Düsternis da. Schatzkiste. Gelbes Shampoo. Shampoodel. Jetzt weiß ich wieder, woher Shampoodel kommt. Das ist der Friseurladen in Animal Crossing. Was fliegt da oben? Es ist rosa und groß und rosa und... Da brauche ich die Sichel für. Interessant. Ich hörte es miauen. Ich sehe, was miaute. Wir haben eine Katze gefunden. Das heißt, es sind noch 10 übrig. Ich nehme hier mal alles mit, was wir finden können. Aber vermutlich war das nur für die Katze gut. Was ist da oben, ne? Wie komme ich denn da hoch? Kann ich hier irgendwie mich hoch... Ich will es nicht hochglitschen nennen, aber komme ich hier irgendwie anders als intended hoch? Das ist wohl die Frage. Wie soll ich da hochkommen? Also es wird wohl irgendwie so funktionieren, schätze ich. Wenn man es nur lang genug versucht. Ein Traum für jeden Speedrunner. Oder kann ich einfach... Oh, eine Münze. Also eine von den wertvollen Münzen kann ich hier einfach... Guck mal hier und dann... Wo sieht es denn am ehesten danach aus, dass ich hochkomme? Wahrscheinlich gibt es hier einfach einen Weg. Nein, aber hier sieht es am ehesten so aus, als ob ich hier hochkomme. Wenn ich es schaffe zu springen. Hallo, mein Name ist Daru und ich bin nicht in der Lage zu springen. Jetzt haben wir's. Nein!
Da oben ist eine Schatzkiste, die will ich haben. Loot, Loot, Loot. Loot. Ah. Jetzt mit einem gekonnten Sprung. Hüpf. Ein Haarknoten. Also eine neue Frisur. Und wo ist jetzt die Dunkelheit hier? Irgendwie. War die unten drin? Man weiß es nicht. Ich hab, nee, ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung. Wir haben eine neue Frisur gefunden, das ist cool. Die Dunkelheit, da können wir auf jeden Fall entfernen. Da rechts ist die Farm. Okay, ich hab die Orientierung. Ich weiß, how to Orientierung. Aber ich muss die Folge jetzt echt mal beenden. Sorry, dass ich das jetzt etwas, man könnte meinen, in die Länge gezogen habe. Freunde, ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.